Ich bin Alicia Melina Kummer, bin 25 Jahre alt, komme hier aus Timmendorf. Beruflich bin ich Steuerfachangestellte. Versuche schon immer das Beste dann zu erreichen, ne? Also ganz oder gar nicht. Wenn, dann bin ich auch ganz dabei. Ich fühle mich eigentlich ganz gut, aber ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bereite mich vor, indem ich viel Sport mache, mich gesund ernähre und ja, mental auch. Denke mal drüber nach, wie laufe ich, wie gehe ich. Ich bin mit mir selber sehr streng, also wenn ich was erreichen möchte, dann stecke ich auch meine ganze Kraft da rein und ja, wenn ich sowas anfasse, dann möchte ich auch gewinnen. Also meine erste Runde war nicht so, wie ich mir erhofft hatte. Also das Laufen hat mir nicht ganz so gefallen, aber ich versuche vielleicht noch viel verbessert zu machen. Ja, also generell im Bikini finde ich nicht schlecht. Wir bekommen jetzt einheitliche Bikinis gestellt. Das ist so eine Art, so ein bisschen länger. Ja, da bin ich gespannt drauf. Wie fühlt es sich denn als Gewinnerin an? Sehr gut, ich fühle mich richtig gut. Hättest du denn damit gerechnet? Also nach dem ersten Durchgang habe ich schon dran gezweifelt, aber jetzt bin ich sehr froh. Wieso kamen Zweifel auf? Ja, weil ich dachte am Anfang, ich wäre nicht ganz perfekt gelaufen, aber super. Was kommt denn jetzt alles auf dich zu? Weißt du das schon? Also ich weiß auf jeden Fall, dass jetzt noch, dass ich ins Miss Germany Camp muss und dann zur Miss Germany Wahl antreten darf. Freust du dich drauf? Es wird ja auch ein bisschen stressig. Das wird bestimmt nicht einfach, aber es ist eine Herausforderung und ich freue mich riesig drauf. Und wie wirst du deinen Sieg feiern heute? Ach, wir werden noch ein paar Getränke an der Bar nehmen und dann, denke ich mal... Ein bisschen abgehen auf der Party? Ja, noch ein bisschen tanzen, ein bisschen gute Musik. Ja, okay, danke schön.